Servus zusammen. Ich lese ja immer ab und zu, ihr könnt es kaum erwarten, ein neues Video von mir zu sehen. Aber ab und an bin ich einfach mal auf Motivjagd oder Motivsuche und es ist gar nicht so einfach. Und ich versuche ganz, ganz oft neue Spots zu erkunden und dann gehe ich auch manchmal mit gar keinem Foto heim. Aber hier bin ich jetzt an einem ganz kleinen Weiher, oder so klein ist er eigentlich gar nicht, in der Nähe von Andex, hier am Ammersee. Und das Ufer, wenn ihr das anschaut, das ist komplett zugewachsen. Also ich habe mir da jetzt extrem schwer getan, aus dem Uferbereich rauswärts die kleine Hütte, die hinter mir hier ist, zu fotografieren, weil immer irgendwas im Vordergrund war, also Äste und Blätter. Aber jetzt ein bisschen weiter gelaufen und hier sieht man diese schöne Baumreihe. Und jetzt gerade noch kurz vor Sonnenuntergang wird die echt cool angeleuchtet und ich stelle mir echt gerade vor, das Bild hier so zu machen und es dann vielleicht einfach hochkant zu drehen, um 90 Grad einfach zu drehen. Das sieht so aus wie so ein symmetrischer Christbaum. Das könnte ich mir echt gut vorstellen, weil der Uferbereich hier, hier sind die Bäume richtig groß und dann laufen die zu und es wird so eine kleine Spitze. Das mache ich jetzt mal. Einmal aus der Hand. Bam! Halb gut. Und jetzt vom Stativ aus. Und ich denke, so auf 35 mm ist es hier ganz gut. Und hier ist es jetzt extremst wichtig, dass das Bild exakt mittig ausgerichtet ist. Nur dann ergibt sich hier für mich eine schöne Symmetrie. Und wenn ich jetzt die Blende mal schließe, kann ich hier schon, was weiß ich, auf 1/30 das Bild machen. Fokussiere wirklich auf die Mitte von dem Ganzen. Das gefällt mir schon mal gut. Jetzt probiere ich es nochmal mit dem Polfilter aus, ob der hier irgendeine kleine Auswirkung hat, damit dass das Wasser ein bisschen entspiegelt wird. Kaum Wellengang hier. Das ist ein echt ruhiger See. So, jetzt drehen wir mal hier am Polfilter und schauen mal, ob das hier irgendwie... Ja, man sieht tatsächlich, wie sich der Himmel hier im Display verfärbt. Und hier habe ich nahezu die Spiegelung raus hier am See. Beziehungsweise er wird dunkler. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Jetzt machen wir das nun mal mit dem Polfilter auf 35. Und jetzt nochmal mit dem ND-Filter. Ich will es einfach wissen, ob das was bringt. Dann schiebe ich hier schön vorne den ersten Schlitz rein. Jetzt kann ich hier im Display schon sehen, wie lange ich denn belichten muss. Wenn ich auf einer 9er Blende bleibe, hier kann ich ca. 4 Sekunden lang belichten. Ich schließe die Blende noch ein bisschen. Ich möchte total gern 6 Sekunden lang belichten, weil dann ist der See wirklich platt. Und fokussiere hier mit Touchfokus genau in die Mitte von dem ganzen Ding. Gehe hier noch in den Spot, Einzelbild AF. Und dann ist es schon was geworden. So, und weil ich jetzt hier noch ein bisschen Zeit habe, zeige ich euch noch was Cooles. Ich verwende hier die Fotopilz-App, um meine nächste Milchstraßenfotografie ein bisschen zu planen. Jetzt schaut mal hier mit rein. Ich nehme vielleicht das Display direkt mal auf. Suche mir jetzt den Spot aus und gehe jetzt hier in Nacht-AR-Modus. Wow, jetzt schaut euch das mal an. In diesem Modus sieht man jetzt, wie die Milchstraße, also heute ist der 10.06., wie die Milchstraße hier aufsteigt. Das könnte echt ein möglicher Shot sein. Top-Bild wäre das tatsächlich. Jetzt muss ich eigentlich nur noch auf den Neumond warten und auf wolkenfreien Himmel. Da könnte man so das Bild machen. Also heute klappt es nicht, weil die Sterne nicht gut zu sehen sind. Der Mond ist da oben zu sehen, also es funktioniert nicht. Aber bei Neumond wäre das hier ein Top-Bild. Weil der See oder der Weiher relativ lang ist. Und wenn die Milchstraße mit dem Mittelpunkt genau da, also wirklich hier in der Lücke ist, wäre es richtig, richtig schön. Und das gehört halt auch zur Landschaftsfotografie dazu, Spots einfach zu erkunden. Manchmal macht man ein Foto, manchmal keins. Mal so, mal so. Aber jetzt habe ich zumindest mal eins gemacht, einen neuen Spot entdeckt. Aber das ist noch zu weit weg. Wenn ich großes Glück habe, kommt der Heißluftballon hier direkt über den See. Das wäre jetzt echt der Knaller. Hält es ziemlich aus? Das ist ja ultra langsam, der Heißluftballon. Kein Winter, hä? Aber der spiegelt sich in der Wasseroberfläche. Das ist echt ganz witzig. Echt geil.
Es wackelt hier aber ein bisschen, du. So richtig safe ist es hier nicht. Ist das witzig. Nehmen wir jetzt mal eine 9er Blende oder irgend sowas. Gehen wir der ISO ein bisschen hoch. Wie mache ich denn das, dass ich hier nichts von den Bäumen da habe? Komm tiefer, komm runter. Er müsste in die Richtung ziehen. Und das macht er, glaube ich, jetzt auch sogar. Meinst du, der sieht meine Handzeichen? Darüber, darüber. Ich packe den jetzt wirklich auf die, ins linke Drittel, dann ist es richtig schön, so wie es sich gehört. Was für ein Zufall, oder? Ist das geil. Ich habe hier den Heißluftballon, auf derselben Höhe ist der Mond und der spiegelt sich auch noch hier im Wasser. Absolut verrückt. Unglaublich, der ist genau über der Wasseroberfläche. Ja, sowas habe ich auch noch nie erlebt. Unglaublich, der Heißluftballon ist direkt über mich drüber gezogen. Man sieht ihn hier noch im Wasser und da oben. Mit dem Heißluftballon war jetzt echt faszinierend und ein wunderschöner Zufall. Das war ein Geschenk. Man muss nur rausgehen, da erlebt man was, sage ich immer. Man muss es nur machen. Da geht er runter. Da ein schnelles Bild. Schönes mit Blendsternen. Boah, das ging jetzt echt schnell, wie schnell der gesunken ist. Da hinten sieht man ja schon Reißding. Die Landung habe ich noch mitbekommen, aber ich war zu spät, um ein richtig gutes Foto zu machen, weil der Heißluftballon hat sich jetzt bei der Landephase nicht mehr vom Horizont richtig abgehoben. Also der war schon im Grünen zu sehen, leider. War ein bisschen zu spät. Aber die Kühe oder die Büffel da unten, die machen mich ein bisschen nervös, so wie die mich hier gerade angucken. Vielleicht sollte ich hier auch gar nicht stehen. Also die Kernaussage dieses Videos ist es, geht raus, auch wenn das Licht nicht optimal ist. Heute hatten wir kaum Wolken, deswegen war ich jetzt auch nicht am See und habe mich einfach mal wieder auf Spotsuche begeben. Und jetzt durch Zufall kam dieser Heißluftballon direkt über den See geflogen. Und ich gehe trotzdem wieder mit ein, zwei guten Bildern nach Hause. Und das ist einfach echt cool. Man muss es nur machen, man muss rausgehen, keine Ausreden suchen und einfach durchziehen. Und was mich jetzt auch noch extrem gefreut hat, ist, ich habe einen neuen Milchstraßenspot gesehen und da bin ich garantiert alleine. Da ist niemand. Und ich habe den See, der spiegelt glatt, die Sterne werden sich und die Milchstraße sich super in dem See spiegeln. Was will man mehr? Ich bin happy damit. Und zum Abschluss meiner Tour bin ich wieder mal am Ammersee gelandet. Wie soll es auch anders sein? Und hier an diesem Uferbereich ist echt wunderschön, weil der ist so richtig naturbelassen. Und man findet immer so ein bisschen Treibholz, was hier angeschwemmt wird und so auch diese zwei Baumstämme, die echt gut übereinander liegen. Und ich habe jetzt auch gerade schon mal das Foto gemacht mit einem schwachen ND-Filter, mit dem ND8. Poolfilter ist drin und ich lasse jetzt hier bei dem Motiv einfach den Baumstamm links aus der Ecke zulaufen in Richtung roten Sonnenuntergang. So ist das eigentlich ein ganz cooles Bild auf 10 Sekunden, 7er Blende. Ich fokussiere vorne auf die Mitte von den Baumstämmen, wo sie sich kreuzen. Echt ein gutes Hochkantbild und hier gleich nur 3 Meter daneben ist hier mein Lieblingsbaum am Ammersee. Den habe ich auch schon sehr, sehr oft bei meinen Fotoworkshops fotografiert. Wenn ihr da mal Interesse dran habt, schaut euch meine Webseite an.
www.siegfriedeichhorn.de. Zurzeit mache ich auch sehr viele Einzelcoachings im Bereich Landschaftsfotografie, auch mit Teilnehmern, die von echt weit weg herkommen, übernachten dann hier am Ammersee ein, zwei Tage und wir gehen dann hier auf Tour. Jetzt gehen wir noch mal rüber zum Baumstamm und machen auch noch mal ein kurzes Foto, damit ihr den auch noch mal seht. Das Motiv kann man jetzt aus verschiedenen Perspektiven fotografieren. Wenn man jetzt eine niedrige Perspektive wählt, hier jetzt mit denselben Einstellungen, dann hebt sich der Baum ein bisschen aus dem Wasser heraus. Also wir sind jetzt hier quasi auf Augenhöhe mit dem Motiv. Das ist auch eine ganz, ganz gute Bildwirkung. Je nachdem, wie es gefällt, kann man die Kamera aber auch anheben und von oben nach unten fotografieren, dass der Baumstamm komplett im Wasser ist. Dann hebt er sich von der Wasserkante noch mal viel schöner ab. Ich zeige euch mal, wie das Bild dann so wirkt. Ist auch ganz interessant. Dass der Baumstamm richtig schön im Wasser liegt und wenn man den mittig schön anfokussiert, das ist auch ein Top-Bild. Eine coole Einstellung auf 10 Sekunden. Hier achte ich jetzt darauf, dass ich die Kamera nicht zu weit nach rechts schwenke, dass ich vom Ufer nichts sehe. Und weil ich jetzt die Kamera umgedreht habe, muss ich am Polfilter wieder ein bisschen spielen, um die Spiegelung da rauszunehmen, die Reflexion, die jetzt nur noch minimal da ist. Jetzt haben wir auch schon wieder ein super geiles Bild hingekriegt hier auf 4 Meter Distanz. Ist auch ein knaller Bild. Bam, Freunde. Bam. Das ist mein Abschlussbild. Geht raus, auch wenn das Licht nicht optimal ist. Ihr seht, ich habe heute einen neuen Milchstraßenspot gefunden, bei dem ich garantiert ganz alleine bin, wenn ich da Fotos mache. Und jetzt bin ich auch noch belohnt worden mit einem echt schönen Sonnenuntergang. Und es macht halt echt einfach Spaß, rauszugehen. Für mich gibt es nichts Schöneres in seiner Freizeit, mit der Kamera draußen in der Natur unterwegs zu sein. In diesem Sinne, danke, dass ihr zugeschaut habt. Bye, bye und bis zum nächsten Video. Was für ein entspannter Fotoabend, oder?